Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Oh, letztes Mal haben wir noch hier dieses, naja, kleine Schiffchen gegönnt. Wie gesagt, selber bauen ist meistens nicht immer so mein Fall, aber ich versuche es da eher. Besonders halt bei Abbauschiffen, da würde ich eher selber bauen. Das soll ja nicht gerade, sag ich mal, so ein Riesenteil werden. Die kleinen Bergbauschiffen, die reichen da vollkommen aus. So. Letztes Mal habe ich ja gesagt, mit der Größe, was sich da alles großartig ändert von den einzelnen Schiffen. So, wir haben jetzt ja hier das, ich nehme mal hier Style 2, Werte anzeigen. Da muss man jetzt darauf aufpassen, je größer die Masse wird, desto veränderlicher wird das Ganze hier auch. Das heißt, der Kleine hier ist relativ schnell unterwegs, bremst schnell ab. Aber halt, wie gesagt, je größer ein Schiff wird, desto langsamer wird das auch. Aber auch, wie man jetzt hier sieht, die Hyperraumreichweite bzw. die Radarreichweite bleibt gleich. Dafür aber der Cooldown vom Hyperraum, der wird immer größer und größer und größer und größer. Aber wie schaut denn das aus beim größten Schiff? Beim Zerstörer, Schlachtschiff? Ja. 2 Minuten? Ui. Also, das sind schon fast 5 Minuten, wo man da, ja, warten muss, bis der wieder bereit ist. Aber dafür ist dieses Teil verdammt schwer. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen das sind. Das sind, glaube ich, 1 Million oder 1 Milliarde Tonnen. Hab die Abkürzungen, das sind 800.000. Ja, das sind 1 Million Tonnen, wo dann dieses Schiff hat. Das ist gigantisch. Allein schon der Abbremsschub. 1 Meter pro Sekunde. Oh, wow. Das ist Wahnsinn. Auch hier sieht man die Kosten vom Mannschaftslohn. Der ist momentan bei 211.000 und hat natürlich hier diese Leute drauf: Ingenieure, Mechaniker. Dann fehlen natürlich auch die Kanoniere, die Bergbauarbeiter, also die Bergarbeiter, die Piloten zur Not und, und. So. Was ich auch vergessen habe zu erwähnen ist, es gibt natürlich auch einen Multiplayer-Modus. Man kann da, sage ich mal, rein Multiplayer spielen, also via Internet mit anderen Leuten zusammen. Oder man erstellt sich was selber und zockt halt mit seinen Freunden zusammen. Ich glaube, da gab es auch noch ein paar Probleme vom Spiel selber. Es gab da auch ein kleines Update, der am Montag rausgekommen ist, beziehungsweise am 30. Wenn hier dieses Video rauskommt, wird es, glaube ich, der 2. Februar sein. Und ja, da gab es halt ein kleines Update mit Multiplayer. Ob da sich was getan hat, weiß ich nicht, weil ich werde da wahrscheinlich mit einer anderen Person spielen. Und zwar ist das der Dad. Auch er macht Let's Plays über Avorion. Und wir haben mal so gedacht, ja, wir können es mal versuchen, Multiplayer. Weil wir beide kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger. Wir haben auch ganz am Anfang mit Factorio angefangen zu spielen. Und ja, macht auch immer noch seine Let's Plays, wie ich auch. Und dann haben wir halt eher so gedacht, irgendwann machen wir sowas. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Nur das Problem ist halt, bei uns sind die Internetverbindungen recht bescheiden in dem Fall. Also das Telekom-Standard. Also bis zu 16.000er Leitung, muss man sagen. Er sagt immer bis zu. Aber in Wirklichkeit kommt bei mir auch nur 14.000 an. Und ja, dementsprechend sind auch meine Uploads relativ sehr, sehr lange. So. Ich möchte mein Schiff umbauen. Alleine schon die ganzen, hier, die kleinen Dinger hier will ich loswerden. Um das Ganze jetzt alles zu entfernen. Habe ich hier irgendwas? Kann ich das hier ein bisschen kleiner machen? Danke. Na? Na? Okay. Um das ewige Teil hier auszuwählen, drückt man einfach so um das Teil herum die mittlere Maustaste und dann wird hier abgekreuzt oder umrandet mit einem weißen Strich, also die Umrandung selber. Und man drückt einfach die Entferntaste. Bupp, weg ist er. Jetzt bekomme ich halt die Fehlermeldung. Ja, dein Schiff ist beschädigt. Ja, toll. Repariert, Arschlecken. So, das Ganze mache ich jetzt mit allen anderen auch, weil ich brauche die nicht. Ich brauche keine Korrekturdüsen, so viele. Es ist erstens mal Masse, die wo dann wegfällt. Und dann muss ich auch den Tipp nachverfolgen von Dad. Ich werde natürlich seine Videos auch bei mir verlinken, dass ihr auch da nachschauen könnt. Und zwar gab es da einen kleinen Trick.
Und den finde ich wirklich genial. Gar nicht gewusst, dass es funktioniert. Also, Hut ab. So, hier ist noch einer. So, wo habe ich noch einen? Ich habe immer noch 1,8 Meter pro Sekunde. Da ist einer. Ach Gott, wo die Triebwerke sind, ja, sind auch nur welche. Oh, oh. Ja. Ja, gut, okay. Die sind einfach so rangeklatscht. Ist die Frage, wo befindet sich noch was? Bremsschub. Ach nee, das sind ja auch nur welche. Ah, okay. Genau, Korrekturdüsen. Wo ist hier noch einer? Du bist einer, ne? Ja. Dasselbe auf der anderen Seite. Jawohl. Und hier. So, aber hier sind noch irgendwo welche. Ich sehe es nicht genau. Hm. Na gut. So, man hat auch vorhin gesehen, wie ich den Block verkleinert habe. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Wenn man eine Zigarette ausmachen, sorry. Ja, scheiß Raucher, ich weiß. Mit der Taste A kann man die komplette Größe, oder ne, das ist die W-Taste. Kommt immer drauf an. Ja, ist eigentlich die Taste W. Da kann man den ganzen Block vergrößern, wie man will. Also man hält einfach die W-Taste gedrückt und kann da, was weiß ich, ein Riesenteil bauen. Egal. So groß will ich jetzt nicht bauen. So, und dann hat man nämlich auch die Taste A. Da kann man das, sage ich mal, so schmäler machen oder länger machen, je nachdem. Muss natürlich auch die Maus bewegen. Kann man so machen oder nach unten. Geht auch, aber ich mache eher meistens so. So, die Taste S. Sieht man das? Ja. So, und dann kann man das auch in diesem Fall so machen, also so länglich ziehen. Und die Taste D. Kann man das Ganze so in die Breite ziehen. Aber für die Korrekturdüsen gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick. Ich wähle die Korrekturdüsen aus. Ich würde sagen, ich mache sie hier oben hin. So, aber dann stelle ich die Gittergröße ganz niedrig und die Skalierungsschrittweise. Na, die Gitterskalierungsschrittweise, die kann ich auf 0,5 lassen. Ne, das ist sie nicht. Das ist die hier. Okay, die Gittergröße. Ja, Gittergröße, Moment. Ja, genau, der springt immer so da. Okay. Wichtiger Punkt ist, das Teil muss so flach sein wie möglich. Und das geht halt nur durch die Skalierungsschrittweise. Wenn ich jetzt wieder hingehe und würde die auf ganz hoch gehen, auf 2. Ja. Dann wäre die immer so 2 Blöcke groß. Aber ganz klein ist immer ganz wichtig. So. Gut. Genug geredet. Wir fangen an zu bauen. Ich gehe erstmal auf Block angleichen. Dann habe ich dann so ungefähr die Blockgröße von dem vorherigen. Und baue dann 1, 2, 3, 4, 5. Was man jetzt sieht, ist, die Masse nimmt immer mit 3 Tonnen zu. Bremsschub ist 0,8. Das ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist, je mehr Masse man hat, desto schwieriger wird ja immer das Schiff abzubremsen. Aber da ich jetzt hier relativ sehr wenig Wasser habe, ist es halt relativ leichter, das ganze Schiff abzubremsen. So, das Ganze mache ich jetzt, ich weiß nicht wie viel, ein paar Mal. So. Natürlich steigt auch die Höchstgeschwindigkeit runter, aber das ist mir egal. Ja, das ist jetzt der Punkt. So, mehr will ich jetzt nicht bauen. Ich habe einen relativ guten Bremsschub. Das ist gar keine Frage. Komm, ich bleib so, wie es ist. Aber jetzt ist das Problem. Ich starte jetzt da und jetzt sieht man hier überall das Geflackere. Boah, das ist... Nee, das kann man nicht so lassen. Und dann geht man einfach hin. Es ist einfach nur grell. Ich mag das nicht. Und dann geht man einfach hin, nimmt sich hier Eisen, Stein. Aber, und das deckt man jetzt alles so ab, wie man es will. Na, wieso willst du nicht? Hallo? Okay, der will nicht so richtig, wie es gerne hätte. Achso, Block angleichen. So, jetzt. Das ist die passende Größe. Mach noch eins so. Bumm. Ja, sieht gut aus. So, und dasselbe. Ich hätte sollten spiegeln. Ich stepp. Und spiegeln gibt man natürlich hier die X-Achse, ist klar.
Da kann man auf beiden Seiten das Ganze hier so bauen, dass es halt so gespiegelt ist auf der X-Achse. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit der Y-Achse von unten und aber auch von der Z-Achse auf die andere Seite rüber. Aber ich brauche die Y-Achse. So. Nur das Problem ist, ihr seht's ja, er macht sie im unteren Bereich des Schiffes, also funktioniert das doch nicht. Ah, verdammt. Ich dachte, das würde funktionieren. Ah, nein, tut's nicht. Also reingelegt. So, einmal dahin. Und jetzt kommt immer das Trickige. Hier diese Ansicht. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Möglichkeit gibt, die Ansicht so zu wechseln. Ich weiß es nicht, ob man da... Weil mit A, mit WASD funktioniert es nicht. Mit den Pfeiltasten leider auch nicht. Ah, shit. So, die Breite bleibt. So, machen wir das hier so hin. Vielleicht gibt es da einen kleinen Trick, wie man das am besten machen kann. Wenn es da einen Trick gibt, wie man sich da recht gut drehen kann, einfach in die Kommentare raushauen. Ich nehme jeden Tipp gerne an. Gar keine Frage. So, da ist die gesamte... Ah, da haben wir es doch. So. Nochmal testen. Oh, es blitzt nicht mehr, es funkt nicht mehr. Perfekt. Also, kann man so lassen. So. Er bremst jetzt relativ schneller ab. Vielleicht hätte es auch könnten so lassen, wie es vorher war, aber das wollte ich nicht. Weil zu viele Korrekturdüsen, nee, das will ich nicht. Also sieht eher ein bisschen doof aus, ich bleib so, wie es ist. Aber, naja, es bleibt eher so, wie es ist. Natürlich, das nächste Problem ist, ich habe keine Bewaffnung. Ja, haha, Bewaffnung ist gut. Ich drücke hier unten, ich kann sowohl mit der Leertaste, kann ich, sag ich mal so, gedrückt halten. Da geht das Inventar auf oder ich klicke hier ganz gleich drauf. So, momentan haben wir zwei Waffen, Bergbau und halt Maschinengewehrgeschützturm. Ich nehme beide mal mit. Zap. So, und natürlich das allererste immer Bergbau. Hier gehe ich jetzt einfach hin, spiegeln. Und zwar, wo setze ich euch denn hin? Flugrichtung ist die Richtung, ja. Der grüne Pfeil, ganz vergessen zu erwähnen, der grüne Pfeil zeigt immer diese Flugrichtung an. Ich weiß noch, Dad hat mal in einem seinen kleinen Intermezzo, hat er mal sein Schiff falsch umgebaut und hat dann nur gesagt, oh scheiße, da war da dieser grüne Pfeil gewesen, ach verdammt, alles wieder abgebaut, nochmal aufgebaut. Da habe ich mich köstlich amüsiert, da habe ich gesagt, Mensch Dad, da ist der grüne Pfeil, achte doch drauf, das klappt so nicht. Ja, hat er trotzdem die Fehler gemacht, hat falsch gebaut. So, okay, Bergbauturm ist platziert und unten drunter will ich halt die haben. Ja, jetzt bringt er halt die Fehlermeldung, ja, dein Schiff unterstützt nicht noch mehr von diesen Geschütztürmen. Ja, woran liegt denn das? Ganz einfach. Sobald man, ich habe jetzt mal alles entfernt, bewaffnete Geschütztürme 0 von 2. Kann man sich bauen, okay. Wo sind jetzt meine Türme hin? Da, da. Da ich am Anfang eher minern will, brauche ich 2 Stück von denen, weil... Je mehr ich davon habe, desto mehr Schaden mache ich an den einzelnen Asteroiden oder beziehungsweise Ressourcen, mache ich da mehr Schaden. Will ich halt 2 Stück drauf haben. Aber jetzt sieht man hier, unbewaffnete Geschütztürme 2 von 2. Okay, ist logisch. Aber wieso ist ein bewaffneten Geschütztürme 0 von 1? Das ist etwas, was ich jetzt auch immer noch nicht so verstehe. Weil vorher war auch 0 von 2 bei beiden gewesen. Aber sobald ich da was hinplatziere, ja... hat sich das andere minimiert in dem Fall. Warum? Weiß ich leider nicht. Also, komisch. So, jetzt habe ich mal die Taste P gedrückt. Dann komme ich halt in mein komplettes Schiffsinventar hinein, beziehungsweise vom Interface vom Schiff. Und dann kann man hier schon die ganze Bewaffnung sehen. Und man kann diese auch den Gruppen anordnen. Zum Beispiel hier das Maschinengeschützturm ist die Gruppe 1. Aber die Bergbaulaser möchte ich, dass die Gruppe 2 sind. Und man sieht es auch im unteren, bei der Leiste, 1 und 2. So, da kann ich jederzeit immer hingehen und würde sagen, hier, ach Gott, ja, Piraten greifen den Sektor an. Oh, da muss ich schnell hin. Da muss ich schnell hin, weil ich müsste noch ein bisschen Kohle abstauben. Ah, weil es gibt nämlich ein bisschen Kohle, wenn man hier einen kleinen Kopfgeldjäger spielt, beziehungsweise die Piraten vernichtet.
So, nur das Problem ist, andocken, andocken. Okay. Crew anheuern. Ich würde sagen, bisschen Kohle habe ich. Ich nehme mir mal 11 Stück mit. So. Wo sind überhaupt die Piraten? Ich sehe sie gar nicht. Ah, da unten sind sie, okay. Ja, wo ist denn das Rot? Ah, da. So, gut. Ja, Gruppe 1 und 2 ist klar. Aber jetzt habe ich Kuh gekauft. Jetzt habe ich die Kuh gekauft. Jetzt muss ich diese aber noch zuordnen. Ich kann das ja wieder automatisch machen. So, wurde automatisch zugeordnet. Aber auch ich kann hingehen, kann das Ganze manuell machen. Ich lasse es meistens eher auf automatisch, weil meistens passiert immer, dass ich es vergesse. Das hier, Systeme, da kann ich im späteren Verlauf Upgrades für mein Schiff hineinbauen. Momentan sind es 4 Stück. Abhängig von der Größe des Schiffes. Je größer das Schiff ist, desto mehr Systeme kann ich einbringen. Fracht. Ja, für die Händler unter euch kann man da handeln. Warte Gott, die greifen ja schon an. Egal. Die können da untereinander handeln. Man kann hier hingehen und sagen, gestohlenes nicht aufnehmen. Aber man kann auch sagen, ja, hör mal zu, ich will das gestohlen, ne? Will ich aufnehmen. Dafür ist man aber ein Risiko für andere Fraktionen, weil man wird da jederzeit gescannt. Und dann wird man halt hin und wieder aufgefordert, die Fracht fallen zu lassen. Oder man wird halt dadurch zerstört oder muss eine Geldstrafe bezahlen. Eins von beiden. Die Energieverwaltung, ja, das ist auch so ein Thema. Energie sieht momentan nicht gerade so prickelnd aus bei mir. Die kann ich halt nur durch Generatoren erhöhen. Das heißt, durch die produzierte Energie. Je mehr Generatoren ich habe, beziehungsweise je größer die Generatoren sind, desto mehr Energie produziere ich. Natürlich gibt es auch Systeme, verbrauchen Energie. Das heißt, ja, im späteren Verlauf sind es die Module. Können sehr viel Energie verbrauchen. Aber auch Waffen. Gibt es auch welche, wo Energie verbrauchen? Laserwaffen zum Beispiel. Blitztürme verbrauchen Energie. Und, und. Da muss man im späteren Verlauf darauf achten, was man da einbaut. So, Hangar. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich hatte mal mit Hangar, mit Jägern gearbeitet, mit einem Hangar. Aber. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie es soll. Okay, die greifen. Ja, komm. Wir lassen sie zerstören. Wobei, ja, komm. Die greifen mit an. Ich gehe mal auf meinen. Aha. Auf den hier drauf. Oh, du bist gleich weg. Oh. Deine Drehübung gefälligst. Schieß drauf, schieß drauf. Nein. Ja, da habe ich noch ein bisschen Kohle bekommen für den Anfang, beziehungsweise den Ruf verbessert. Und das Aluminium. Oh shit. Der wurde zerstört. Ah, ganz schön. Jawohl. Aber nicht viel. Und ja, ich habe wie was 8700 Geld bekommen jetzt. Und bupp, ein Upgrade bekommen. Und hier sind nochmal 2 Stück, beziehungsweise 3 Upgrades, beziehungsweise, ja, sind Upgrades in dem Fall, also Systeme. Ich sammle die mal ein, das ist jetzt eine Waffe, besser ein Schützturm eventuell, man weiß es nicht. Es ist immer ratsam, die Sachen aufzusammeln. Sie können sehr viel Geld wert sein, besonders auch je nach Farbentyp. Das zeige ich euch gleich, aber ich markiere die mal. Oh, hier sind noch welche. Ne, das sind nur Ressourcen, wo er verloren hat. Ach, ey. Blub, ja, den Sound kennt man. Den ist auch eher, sag ich mal, von Minecraft, dieser Blub-Geräusch. Aber schon cool gemacht. Da ist er. So. Ja, mit den kleinen Jägern. Man kann sich Jägern kaufen. Ich habe es mal am Anfang probiert mit meiner Jäger, also die, wo für mich abmeinern. Und wenn man das hat. Ich kann es gerne mal tun. Werden sie hier aufgelistet. Voraussetzung ist, man hat einen Hangar dafür. Da spielt auch eher die Größe eine Rolle. Je größer ein Hangar ist, desto mehr Jäger kann man sich da, können da Platz nehmen. Aber auch da gibt es jetzt ein Problem bei den Jägern. Wenn ich einen Jäger habe, gibt es nur diese 3 Stück. Angreifen, verteidigen, zurückkehren. Wenn ich jetzt einen Jäger habe, der wo am Minern ist,
muss ich den Befehl erteilen, angreifen. Und den jeweiligen Block muss ich dann zuerst angreifen und dann greift halt auch der Jäger an. Nachvollziehbar. Aber jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt da hingehen will, er soll zurückkehren. Ja, macht er nicht. Warum? Er bleibt die ganze Zeit neben meinem Schiff, aber er kehrt nicht zurück. Es ist egal, wie ich meinen Hangar setze. Ich bin einmal hingegangen, habe einmal den Hangar, habe ich mal falsch rumgesetzt. Jetzt kann man hier so schlecht, da geht das überhaupt? Muss mal hier so rüber scrollen. Na, wo haben wir so einen Hangar? Ja. Genau. So, da habe ich jetzt gleich mal so einen Hangar gebaut. Und man sieht hier einmal rot und einmal weiß. Ich habe mal am Anfang dieser Hangars, habe ich mal so hingebaut und einmal noch gespiegelt. So, und weiß bedeutet ja dann, ja, die fliegen dann raus. Aber das Problem ist, sie kommen aber nicht mehr wieder rein. Da habe ich den Hangar abgerissen, habe ihn oben drauf gesetzt, so dass beides weiß ist. Dann war halt mal so die Logik gewesen, ja gut, reinfliegen sollte jetzt funktionieren. Aber nein, funktioniert nicht. Da hat sich leider nichts getan. Also die Schiffe sind die ganze Zeit um mich herum geflogen. Und ja, in diesem Sinne war das einfach rausgeschmissenes Geld. Das heißt, sie sind einfach nicht wieder zurückgekehrt. Was ich leider traurig finde. Ich denke mal, das wird auch hoffentlich schnell behoben. Weil ich würde gerne mit Jägern arbeiten. Ansonsten muss man ein weiteres Schiff herhalten. So, ich baue mir sehen gerade noch das Titan ab. Habe ich am Anfang der Folge, beziehungsweise in der ersten Folge gesagt, das Aluminium? Ich weiß es nicht mehr. Also es ist jedenfalls Titan, definitiv. Am Anfang muss man hier sehr, sehr viel abminern. Weil das nächstgrößere Schiff, was ich gerne hätte, wäre aus Titan. Weil Titan ist leichter als Eisen. Also das heißt, man hat weniger Masse. Und man bremst halt schneller ab, weil die Bremsrichtung bzw. der Bremsschub ist eigentlich auch schon relativ sehr wichtig. Alles andere sollte man eher vergessen. Also, ja gut, das ist eigentlich alles wichtig, wenn man so nimmt. Aber der Bremsschub ist da schon enorm wichtig, weil wenn man da irgendwo reindonnert, wie ich jetzt vorhin, gegen einen Asteroiden, ja, ist es vorbei, dann dreht man sich wie bekloppt. Ich habe Gott sei Dank die Kollisionsschaden habe ich ausgestellt. Weil hätte ich ihn jetzt angelassen, wäre entweder mein Schiff komplett zerstört oder er wäre halt ja zum größten Teil beschädigt. Man sieht jetzt auch oben und unten sieht man Balken. Der obere zeigt an meine Geschwindigkeit, also meine maximale Geschwindigkeit, wo ich drauf habe. Der andere blaue Balken ist, sage ich mal, ob ich Schub gebe oder nicht. Das heißt, ich drücke W, blinkt er auf. Oder blinkt halt nicht auf. Der lilane, das ist die Energie für den Hyperraumsprungantrieb. Man bekommt das alles im späteren Verlauf im Tutorial angezeigt. Und da muss ich jetzt auch schon sagen, Hut ab bei dem Tutorial. Es wird da wirklich alles erklärt. Fast alles, muss man auch sagen. Ich habe ja auch schon gesagt, ja, was sind denn hier die Sachen hier? Drei Stück kann ich mir noch nachvollziehen, was es bedeutet, aber das vierte weiß ich leider nicht. Es ist eher so ein Verdacht, dass es auf die ertragreichen Asteroiden sind oder auch nicht was anderes. Ich weiß es nicht. Wird leider nicht erklärt im Tutorial. Egal. So, jetzt bin ich ja ganz da unten. Dann habe ich hier das kleine rote. Das ist meine Energie, die zurzeit benutzt wird. Das heißt, würde ich längere Zeit diesen Booster drücken, also ich fliege hier mal geradeaus und drücke die Leertaste, halt die gedrückt, geht auch dieser rote Balken schnell in die Höhe. Und der geht auch, sage ich mal, fast ins Unendliche hinein, weil, wie soll ich es jetzt sagen? Es gibt auch bei einigen Waffen, die gehen in das Unendliche hinein, was sie an Energie benötigen, weil die sich erhitzen. Und so ist das mit dem Nachbrenner auch. So, und dafür ist es dann eher ratsam, wenn man Energiespeicher hat. Und der wird hier unten gelb angezeigt. Gelb ist dann der Energiespeicher. Wo man halt immer zur Verfügung hat und der leert sich auch in einer gewissen Zeit. Wenn man jetzt, sage ich mal, längere Zeit mit dem Schub hier rumfliegt, will ich auch gleich noch machen. Ich baue hier noch ganz schnell noch den Titanblock ab. Und dann zeige ich das euch.
Weil dann hätte ich ja den hier komplett fertig. Kann das sein, dass es noch andere gibt? Ich weiß es nicht. Werden wir mal sehen. Ah ja, Systeme habe ich auch bekommen. Beziehungsweise andere Waffen. Sehen wir gleich. So, ich fliege mal hier in die Richtung. Und achtet mal bitte auf diesen gelben Strich unten. So, er wird weniger, 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 weniger. Und es wird immer schneller, weil dieser Energieverbrauch wird immer größer. Und desto schneller entleert sich auch der Energiespeicher. Aha, eine Gruppe fremdartiger Schiffe. Ah, da hinten seid ihr. Okay. So, und dann hatten wir dann hier unter dem gelben, wird das auch im späteren Verlauf hier im blauen geben. Der blaue ist der Schutzschild. Und ich finde den Schutzschild jetzt schon genial praktisch. Teilweise OP, teilweise auch nicht OP, weil die Schiffe der Feinde werden immer stärker. Und desto mehr Schaden machen die. Die Feuerkraft wird hier in Omikron gezählt. Hier bei dem hier hat er, ja, das war jetzt eine Message bei Skype, der hat jetzt zurzeit 8,4 Omikron. Das ist die maximale oder beziehungsweise jetzige Feuerkraft des Schiffes. Und hier im unteren Bereich, das rote, orangene, gelbe, grüne, das ist die Schiffshülle. Und das werden wir auch gleich sehen, weil, ja, er greift mich an. Meine Schiffshülle wird immer geringer. Oh, du bist aber verdammt stark. Und ich mag eigentlich schon die Explosion alles von den einzelnen Schiffen. Boom. Ja, es ist unglaublich, was hier mein Schiff jetzt austeilen muss. Man kann sein Schiff jederzeit reparieren. Man muss halt nur wegfliegen. Und für eine gewisse Zeit keinen Schaden mehr bekommen. Ab dann kann man sein Schiff wieder reparieren. So, ich drehe mich mal um. Bremse mal langsam ab. Weil, das Orangene ist der jeweilige Bremsschub. Deswegen drehe ich mich manchmal immer so ein bisschen herum, dass ich immer schneller abbremsen kann. Teilweise auch den Booster zünden, wenn es meine Energie nicht leer wäre. Aber naja. Ich repariere mal mein Schiff. Bumm. Noch 5 Sekunden warten. Okay, warten wir noch ein paar Sekunden. Jetzt. Das hat mich jetzt gekostet. 2 Titan, 510 Eisen und 1100 Credits. Man kann es jederzeit immer tun. Man muss halt nur dran bedenken, man sollte seine Ressourcen hier, ja, haben. Ich kann aus der Entfernung schießen. Das ist gut, das ist gut. So, ah, meine Zigarette schnarren. So, und da kann ich noch so aus der Entfernung nur angreifen. Man sieht ja auch bei dem Zielschiff, was, wie sich dort die Beziehung verhält. Die ist jetzt momentan neutral. Das ist eher bei den fremdartigen Schiffen immer so. Aber nach einer gewissen Zeit werden sie auch feindlich sein. Aber man hat auch hier die Hülle. Wird angezeigt in HP. Aber auch in der Prozentzahl. Die Entfernung und halt die Geschwindigkeit, die aktuelle. Im späteren Verlauf gibt es auch noch den Schutzschild. Der wird ebenfalls noch angezeigt. Und Schutzschild muss ich auch unbedingt nehmen, weil das ist ein Muss, der Schutzschild. Der nimmt einem so viel Arbeit ab. Das ist unglaublich. Man braucht da sich keine Gedanken mehr zu machen, sein Schiff zu reparieren. Aber naja. Och, die Explosion. Du kannst mal ein bisschen Loot fallen lassen. Hätte gerne ein bisschen Loot. Aha, Notruf. Brauche ich nicht. Das sind immer Piraten, die mich angreifen wollen. Okay, du greifst mich wieder an. Ah, danke. Oh, was hast du alles fallen gelassen? Mhm. Eine Waffe. Okay. Und. Okay. Oh, wo sind die anderen? Was? Wurden die zerstört? Ach, ne. Systeme gehen wir gleich ein. Ein kleines, unbekanntes Schiff. Ja, das ist eigentlich. Kein Problem. Dieses kleine Schiff da. So, das greift er mich auch wieder an. So, Waffe zerstört. Man kann die einzelnen Systeme kann man zerstören von den Schiffen. Ich versuche meistens immer ihre Waffen. Ja.
Ja, okay, meine Bewaffnung wurde zerstört. Verdammt. Was ist das Problem? Er hat jetzt auch auf meine Waffen abgesehen. Das habe ich das Problem. Ja. Greif mal bitte an. Greif mal bitte an. Ich kann hier nichts mehr tun. Ah, danke. Nein. Zerstör ihn doch mal bitte. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Ja. Danke. Deswegen brauche ich da unbedingt Schutzschilde, weil sonst, wenn ich Schutzschilde hätte, würde sowas nicht passieren. Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Was? Eisen und Titan. Wow. Okay, ich brauche Eisen. Okay. Ich denke mal, ich werde dann aufs ein bisschen Eisen sammeln und mein Loot gleich wieder einsammeln. Aber Systeme, ganz kurz. Ich entferne dich mal ganz kurz. Systeme. Man sieht ja hier Plätze. Momentan sind es jetzt 3 Stück, weil vorher waren es 4. Und man sieht auch hier unten die Auflistung der einzelnen Systeme selber. Man kann sie einfügen. Jetzt zum Beispiel hier würde ich jetzt noch ein zusätzliches unbewaffnete Geschützturm bekommen. Nehme ich mit rein. So, da habe ich anstatt 2, habe ich jetzt 3. Aber auch hier, die Schildaufladerate. Da ich jetzt momentan keine Schilde habe, brauche ich es auch nicht. Deswegen fällt es jetzt einmal weg. Das ist Frachtraumerweiterung. Brauche ich auch nicht, da ich eh nicht handeln werde, sondern eher abbauen und halt kämpfen. Aber den hier will ich nehmen, den Detektor. Die Aussperrreichweite im Sektor ist dadurch erhöht. Das heißt, ich sehe dann direkt irgendwo, wo die Feinde sind. Ne, stopp, da steht es da unten. Findet einnehmbare Asteroiden-Fracks-Verstärke. Zeigt eine Meldung, wenn interessante Objekte gefunden werden. Ah, ja. Rein damit. Ja, Energie. Ja, beschissen. Ich verbrauche jetzt mehr Energie, als ich produziere. Und das kann schon zu Problemen führen. Ja, da habe ich eine neue Farbe bekommen. Solar Tomato. Gut. Ja, ich sammle hier noch den Loot hier ein. Vielleicht bekomme ich schon noch was Schönes. Einsammeln. Hier ist noch eine neue Waffe. Oder beziehungsweise... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das Schiff ist so träge. Ich muss hin und wieder immer so stark abbremsen. Ja, jetzt wo mein Schiff beschädigt ist, naja. Immer so im Kreis rumdrehen, das ist nichts. Okay, jetzt hat er die Richtung bekommen. Ah, sehr schön. Ja, Eisen. Schön. Wo sind hier noch Eisen? Eisenvorkommen, Eisenvorkommen. Da ist Eisenvorkommen. Ich brauche 1500, habe ich gelesen. Dann gehe ich mal hier nochmal in den Baumodus. Scroll mal hier hinten zurück. Ich scheiß mal auf die eine Farbe, weil mit Farben will ich nichts zu tun haben. Doppel-Eisen-Bergbaugeschütz. Nehme ich ran und auf geht's. Ja, okay, perfekt. Gut, dann würde ich auch sagen, was ist gewesen in dieser Folge. Und ja, werde halt noch ein bisschen Eisen abbauen müssen, um mein Schiff zu reparieren. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis denn, tschüss.